Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen wieder Child of Light. Ein sehr schickes und angenehm ruhig erzähltes, Rollenspiel? Ja, am ehesten ist es ein Rollenspiel. Um die kleine Aurora und ihre Gefährten. Wir sind gerade auf dem Weg hinauf zum Tempel des Mondes. Haben in der Folge zuvor Spinnen um Spinnen erledigt. Haben natürlich den Kampf gewonnen, sonst wären wir nicht hier. Und nun schauen wir mal, komme ich da eigentlich ganz hoch? Ja, anscheinend, ne? Hier muss ich wahrscheinlich auch ganz hoch, aber jetzt... Oh, ouch! Möchte ich erstmal gucken, finden wir... Ja, ich habe mir doch fast gedacht, dass wir hier was finden werden. Vorsicht. Oh, da weht der Wind mich dann direkt zu den... Ja... verfransten Felsen hier da oben. Ein ungeschliffener Zitrin. So, oh, immer cool bleiben. Ah ja, okay, hier kamen wir her. Natürlich werde ich jetzt diesen von hinten angreifen. So, gibt ja alles Erfahrungspunkte, die wir gut gebrauchen können, nicht wahr? Okay. Jetzt werden wir... Na wohl. Ist das notwendig? Ist das notwendig? Es ist wahrscheinlich nicht notwendig, dass wir jetzt die Nora auswählen, um die Gegner zu verlangsamen. Oh, ich bin schon ein bisschen müde. Ja gut, es ist ja auch 10:30. Da darf man auch mal ein bisschen gehen. Viele werden sagen, boah, 10:30. Was ist denn das für eine Zeit? Das geht ja gar nicht. Da wache ich gerade erstmal auf. So. Der kriegt mal Feuer in die Fresse. Ja, das hat gut wehgetan. Da kommt noch ein Hieb von Aurora hinterher. Hat überhaupt nicht wehgetan. Ja, aber ich bin falsch ausgerüstet mit diesem Feuer. Jawohl. Na gut, ich greife dann einfach das fliegende Vieh da an, oder? So. Wasserresistent. Achso, stimmt, ich bin ja mit. Ich habe es ja mit Wasser ausgerüstet wegen Feuerspinnen. Das muss ich dann gleich mal umändern. So, das muss es auch gewesen sein, denke ich. Hier noch einmal Lauffeuer drauf. Ja, da kippt er doch direkt aus den Latschen. Ja, gut, jetzt kann ich natürlich auch mit Aurora lediglich zaubern, weil der Hieb irgendwie keinen ordentlichen Schaden macht. Also kriegt das Sternenlicht mal ordentlich auf den Kopf drauf. Bam, 95, jawoll. Und da kommt dann direkt nochmal ein Lauffeuer hinterher. Ah, es ist feuerresistent, das Vieh. Okay. Was machen wir denn da? Oh, wir können auch Hieb auf alle machen. Ganz vergessen. Sollten wir vielleicht machen zukünftig. Hier, wir machen nochmal ein Sternenlicht drauf und hoffen, dass es genügt. Jawohl. Fein. So. Unser lieber Finn, ne? Ich glaube, Finn war sein Name. Bei ihm bin ich mir ja hier. Da wollte ich ja hier auf den Monsun gehen. Genau. Das mache ich jetzt auch. Na, vergessen. Nora ist ja auch aufgestiegen. So, bei der Nora wollten wir, glaube ich, wollten wir da diesen Weg gehen? Oder wollten wir diesen Weg gehen? Oder wollten wir gerade diesen Weg gehen? Wir werden jetzt einfach mal Versteinern benutzen. Auswählen. So, hier die Oculi entsprechend ausrüsten. Feuer ist vergeben. Ja, das macht nichts, dass Feuer vergeben ist. Erstmal, weil... Stellen wir einfach mal welche her, ne? So, hier. Die kleinen braucht man ja so gut wie nie eigentlich. So, noch einen. Reicht erstmal hier dann. Achso, halt. 2, 3. So. Und nochmal. 1, 2, 3. So. Gut, dann haben wir wieder zwei Stück. Perfekt.
Ja klar. Kann den ja eigentlich auch abwählen und kann hier nun, keine Ahnung, Erdwiderstand reinmachen. So. Hier mache ich wieder Feuer rein. Das lasse ich so. Ah, halt, wir haben doch noch ein paar andere. Hier kann man das auch mal so lassen. Das mit dem Wasser mache ich raus. Mache auch hier bei ihm das Feuer rein. Genau. Erhöht den Feuerwiderstand. Ja, das ist jetzt gerade mal nicht unbedingt notwendig. Eigentlich geht es ja eher um den Erdwiderstand, glaube ich zumindest. Oder um das Wasser? Komm, ich richte mal so aus. Und bei ihm, was war mit ihm eigentlich? Ah, er war ein ziemlich guter, ja, Bogenschütze, ne? Ja, der ist schon ziemlich cool eigentlich. Darf den nicht vergessen. Er macht auch Wasserschaden aktuell. Erdwiderstand hier, so. Okay, das muss jetzt erstmal reichen. Spielen wir weiter. Ah, hier ist noch eine Truhe. Was haben wir denn hier alles? Heieiei, da muss ich mal richtig vorsichtig sein. Oder mich richtig umschauen vor allen Dingen. Damit uns nichts. Ja. Hier immer dieser Wind, damit wir nichts vergessen. Da geht's nach wie vor hoch, 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 hoch. Na und wow! Ich wollte ihn eigentlich jetzt hier angreifen. Okay, ich glaube Feuer war. War das Feuer? Ja, das war Feuer. Hieb gegen alle einmal. Bam. Und bei ihm. Obwohl, ich glaube, ich wähle jetzt diesmal schon mal die Nora aus. Es sind ja wieder drei Gegner. Da macht es vielleicht mal Sinn, die wieder zu verlangsamen. So. Boah, oh. Feuerresistent, die ganzen. Na, shit. Ja, auch so nicht auf. Ja. Die hauen schon ganz schön rein. Man merkt es direkt, es sind alle direkt viel stärker jetzt. Feuerresistent sind sie auch noch. Was mache ich jetzt? Sind irgendwie gegen alles resistent, oder? Okay, ich muss jetzt mal Aurora austauschen und versuch's mal mit dem Robert. Pfeilregen, was hat er noch? Ja, Pfeilregen. So, die darf auch gehen. Wir wünschen uns nämlich hier den Finn her. Super. Okay, was mache ich mit ihm? Ein Lauffeuer auf ihn. Körperlicher Schaden, das ist nicht wirklich. Verdammt, das tut dir nicht wirklich weh, ne? Man da auch hier gehe ich dann doch wieder auf Aurora und gebe ihr jetzt aber erstmal einen Trank. Wunderbar. Erstarrung. Auf wen? Auf wen, ne? Okay, der da hinten ist mal gelähmt, nicht der Finn. Das ist natürlich scheiße. Machen wir mal hier Sternenlicht. Oder, ja, genau, Sternenlicht auf alle. Okay, er kann wieder handeln. Dann kommt auch hier das Lauffeuer auf
diesen komischen Dinger, was gar nicht was das ist. Sieht aus wie ein Robin Hood mit auf drei Beinen irgendwie. Jawoll, ja. Da geht doch was. Und tschüss, Robin Hood. Bam. So, also mit Sternenlicht scheint da schon einiges zu gehen. So, und bei ihm, ja, ist er so gut wie tot eigentlich. Weiß nicht, gegen Feuer war es, glaube ich, resistent, ne? Gegen Blitz vielleicht, wir probieren es mal. Aber wahrscheinlich kommt es gar nicht mehr zu diesem Schlag. Ja. Okay, Stufenaufstieg. Und noch ein Stufenaufstieg. So muss es sein, wir müssen ja auch stärker werden. So, Rubella. Dir geben wir nun Schutz vor Leid. Während wir... Da war doch noch einer, ne? Hier. Robert, wie war denn das bei dir? Was hatten wir da vor? Wollten wir da auf behindert alle gehen? Oder auf sicherer Schuss? Vermutlich auf behindert alle, ne? Sonst hätte ich ja diesen Weg, wäre ich diesen Weg wohl nicht gegangen. So, jetzt schauen wir mal beim Inventar. Wir haben bestimmt wieder so einmal Boni-Dinger aufgesammelt. Steigert die Stärke permanent um 3, jawohl. Wie sieht's da aus? Aurora hat eine Stärke von 5, hier 36, aber auch nicht notwendig mehr zu haben. 35 ebenfalls nicht notwendig, da auch nicht. Hier bei ihm ist ja schon eigentlich so ein Haut-Drauf-Typ, ne? Haut-Drauf-Typ. Benutzen wir mal. So, hier haben wir, steigert die Verteidigung permanent um 3. Hier haben wir 114, 92, das ist wenig. 70, meine Güte, 170, 108. Das bekommt unser lieber Finn. Steigert die Chance auszuweichen um 1. Da habe ich 8, 10, 6, 5, 19, das kriegt Aurora. Ja, das war's dann auch schon, ne? Ja. Gut. Dann können wir ja weiterspielen. So, eins nach dem anderen also. Bin jetzt, glaube ich, schon wieder viel zu hoch gegangen. Oder wahrscheinlich muss ich hoch, ne? Wahrscheinlich muss ich ja hoch. Ja, dich lassen wir jetzt mal aus. Gutes, lustiges Viehchen hier. Wow, ouch. Ja, hier geht's auch weiter. Oh, 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 ich Idiot. Passt doch ein bisschen auf die Winde auf, Quinos. Mann. Na, super. Okay, aber wahrscheinlich kann ich hier... Na, ich kann doch bestimmt hier auch runter, wenn mal der Wind nicht bläst. Ja. Ungeschliffener Rupien. Ich bin zu unvorsichtig. Ich lag mich mal hier auf. Na toll. Wow, Leute. Ich sterb gleich. Ist hier unten? Magieresistenz, Sternstaub. Na, feine Sache. Geht's hier weiter? Nein. Sackgasse. Okay, und auch hier kann ich... Ah. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Aber vorsichtig, Leute. Vorsichtig. Nicht zu hastig. So, dem geht. Oh, Moment. Hier ist erstmal 10. Nochmal 10. Bin ja hier fast halb tot quasi. Hier stehen auch wieder so Kisten, wahrscheinlich vom Zirkus. Seht ihr das unten links? So, er ist außer Atem. Das passt. Dann kann es ja losgehen. So.
So, wenn ich jetzt weiß, dass Blitz was gegen diese Viecher da ausrichten kann, ich glaube, mit einem Hieb kommen wir bei ihm auch sehr weit, weil Feuer, nee, okay, ist tatsächlich nicht gegen irgendwie physische Angriffe. Das tut ihm einfach nicht weh, sag ich mal. Aber hier dieses Feuer, da wissen wir, das haut ordentlich rein. Ja, toll. Aber nun haben wir bei Aurora auch das Sternenlicht, das sich auf alle wirken kann. Da haben wir ja auch erfahren, das rockt. Bam! Ja, passt. Das passt. So, Finn, du wirst jetzt mal das mit dem Blitz versuchen. Das wird mich ja schon mal interessieren. Aurora, du machst einfach ein Sternenlichtstrahl auf ihn. Beim nächsten Mal dann. Jetzt wurde sie ja wieder zurückgeschmissen, wie wir unten in der Zeitleiste sehen können. Und was macht der Blitz? Ja, verwundbar durch Blitz 178. Na also, Leute, na also. Müsst noch ein bisschen normales Sternenlicht auf und drauf hauen und dann müsste es das auch gewesen sein. Jawohl, ja. Cool. Wunderbar. Auch wieder ein bisschen aufgestiegen. So, liebe Aurora, wo wollten wir mit dir hin? Wahrscheinlich zum Lichtstrahl. Ein mächtiger Lichtangriff mit einer Chance von 10%, die anvisierte dunkle Kreatur sofort zu töten. Ich vermute mal schon. Vielleicht aber auch hierhin. Ein mächtiger Hieb gegen eine einzelne dunkle Kreatur. Das machen wir jetzt. Ich gehe jetzt erstmal dahin. Ja. Wer noch? Du, Nora. So, was hatten wir bei ihr jetzt schon wieder gesagt? Alles wieder vergessen. Das gibt's ja nicht. Ja. Zeit verzaubern. Bei 30% auf der Zeitleiste beginnen. Dies ist eine passive Tätigkeit. Fertigkeit, ja. Versteinern. Ja, unaufhaltsam, ne? Noch jemand? Nein, das war's. Okay, weiter geht's. Wir schauen uns weiter um. Ich glaube, hier waren wir, ne? Ja, hier geht's auf jeden Fall auch mal nicht weiter. Also gehen wir weiter nach oben. Wenn uns der Wind denn auch lässt. Hier ist eine Truhe. Wiederbeleben. Natürlich fein. Was haben wir hier? Irgendein Denkmal oder ähnliches? Ist das ein Schrein oder dergleichen? Vielleicht diente er einst als eine Art Zeichen. Ja, wir hatten schon mal so einen gefunden. Der will uns noch abschießen. Diesen Kampf machen wir noch. Dann machen wir auch mal schon wieder eine Pause und machen beim nächsten Mal weiter. Ne? Ich hole erstmal hier. Den ungeschliffenen Rubin haben wir gefunden. Wunderbar. So, und nun bist du dran, Bub. Oh, ein Feuerding. Da weiß ich doch direkt, was mit anzufangen, weil wir haben ja hier diesen Monsun, auch wenn er noch auf einem Stern sitzt. Wir werden ihn ja demnächst aufleveln. So, Finn kümmert sich um den Feuergeist, ich um diesen steinernen, also nicht ich, sondern, also schon ich, aber damit meine ich eigentlich Aurora. Sie kümmert sich mit einem gekonnten Lichtstrahl. Nee, mit dem Lichtstrahl nicht, oder? Guck mal, da ist bloß auch immer noch auf Stufe 1. Irgendwie hier mit dem Sternenlicht der Stufe 2. Müssen ja nicht auf alle wirken. Könnten wir, machen wir aber nicht. Ich mach's mal so. Hab das Gefühl, dass so ein Einzelner natürlich schon stärker ist. Wie wenn ich ihn gleich auf 2 machen würde. Hier, 273, kritischer Treffer. Bam, umgefallen wie ein nasser Sack.
und wiederbelebt. Also dieses Vieh geht mir mal tierisch auf den Sack. Verdammt! Okay, egal. Du kriegst jetzt noch einen Monsun dafür ordentlich in die Klappe gehauen. Dann ist vielleicht auch Hu. So, Aurora macht nochmal ein Sternenlicht. Und doing. Wisst ihr was? Ich schütze mich mal. Weil dieser Geist ist gleich dran. Ja, da habe ich doch gut dran getan, ne? Und jetzt noch einmal Stern, beziehungsweise diesmal Lichtstrahl. Na, jetzt ist es auch egal, ne? Aber ich sollte eigentlich Lichtstrahl auch einmal auswählen, weil immerhin habe ich da eine gewisse Prozentzahl an Wahrscheinlichkeit, dass das Vieh direkt mal am Arsch ist. So, der letzte Monsun wahrscheinlich in diesem Kampf. Jawohl, er ist schon mal tot. Und ich denke, den Geist, den kostet es jetzt auch. Nein, er lebt noch. Was soll denn das? Nun gut. Wenn du es so haben willst, dann hau auch ich dir nochmal einen Lichtstrahl auf den Kopf. Und dann wird es das gewesen sein. Zur Not noch ein Monsun hinterher, wenn es noch nicht ausreicht. Aber dann bist du weg vom Fenster. Ja, das war's ja schon. Wunderbar, den Monsun hat es gar nicht mehr gebraucht. Wir haben wieder einen Stufenaufstieg erreicht. Finn ist auf Level 29 hoch. Dann verteilen wir diesen Punkt doch gleich noch. Ja, dein Monsun ist nicht mehr weit. 1, 2, 3, 4 mal noch. Und dann ist der Monsun abgedatet sozusagen. Und dann schauen wir mal. Ja. Fügt einer anvisierten dunklen Kreatur Wasserelementschaden zu. Wasser ist eine starke Waffe gegen Feuer, aber schwach gegen Blitz. Okay, ihr habt es voll drauf. Dauert natürlich auch relativ lange. Gut, das hat der Monsun, der normale, hat auch schon relativ lange gedauert. Da wird sich, denke ich, nicht viel ändern. Außer die Schadenshöhe, ne? So, okay, es wird Zeit, dass ich ins Bett gehe, Leute. Bin natürlich ein bisschen müde. Gut, ich gehe ja auch noch arbeiten, so ist es nicht, ne? Morgen früh muss ich auch wieder aufstehen. Von daher machen wir hier an dieser Stelle mal einen Cut. Und ich hoffe, ihr schaut dann beim nächsten Mal wieder zu. Wir machen dann von dieser Stelle auch wieder weiter. Bis nächsten Mal? Ja, okay, mit der Sprache ist es auch nicht mehr so weit hin. Bis zum nächsten Mal. Das wird ja dann morgen sein. Was ist morgen? Mittwoch? Morgen ist dann Mittwoch. Genau, Donnerstag ist immer mal videofreier Tag. Das habt ihr vielleicht schon im Banner gesehen. Dann gibt es keine Videos, weder von Child of Light noch von Watch Dogs. Ja, ich freue mich aber drauf. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Quinos.